Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen heute wieder Horse Reality, denn es hat sich wieder ein bisschen was getan in meinem Stall. Zum einen sind ein paar meiner Hengste erwachsen geworden, und zwar genau die, wo ich schon sehnlichst drauf gewartet habe, dass sie endlich erwachsen werden. Und ja, jetzt ist es soweit und sie sind ein Traum. Die werde ich euch auch gleich noch zeigen. Und es sind natürlich auch wieder ein paar Fohlen geboren worden, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. War wieder sehr durchwachsen, muss ich sagen. Also es sind wieder so zwei, drei Föhlchen bei, die leider nicht bei mir bleiben werden. Es ist aber auch wieder eins dabei, was mich so mehr oder weniger vom Stuhl gekickt hat. Umso schöner, wenn man dann so die ersten zwei, drei sieht und sich denkt, naja, Irgendwann kommt ja das nächste und man denkt sich schon so, ja, gucken wir uns mal an. Ja, und dann boom, ne? Here I am. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar haben wir hier dieses Eulenburger Stütchen mit zwei Very Good, aber leider auch ein Average. GP von 634 für Eventing. Farblich nichts Besonderes. Gut, das wäre jetzt nicht wirklich schlimm. Ein gutes Pferd hat keine Farbe, habe ich mal gelernt. Aber eben zwei Very Good und ein Average wird also definitiv nicht bei mir bleiben. Dann haben wir hier einen schicken Quarterhengst, der mit Sicherheit mal ein bildschöner Kerl wird mit Silver und OLW, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber selbes Spielchen, zwei Very Good und leider ein Average. Und damit ist er für meine Zucht leider nicht geeignet. 661 GP und genau, Silber OLW. Ja, war richtig. Ja, wie gesagt, wird leider auch gehen müssen. Dann haben wir hier einen schicken kleinen Isländer mit zwei Very Good. 572 GP und Silber. Der wird auch nachher in den Verkauf gehen, der hübsche Mann, weil zwei Very Good ist deutlich schlechter als die Hengste, die ich habe. Ja, und dann kommt jetzt das Sahnehäubchen hier. Das kleine Mädel. Gott sei Dank wieder ein Stütchen. 633 GP. Champagne OLW. Richtig schickes Mädel. Ja, mit sage und schreibe. Sechs Very Good. Sechs Very Good. Ich war so happy heute Morgen. Oh, ich bin darüber so. Ach, herrlich. So könnte jeder Morgen anfangen. Tasse Kaffee und ein Sechs Very Good Stündchen. Super. Besser kann's nicht laufen. Und dann haben wir hier noch Sugar. Sugar ist auch ein sehr, sehr schickes Stündchen. Drei Very Good. 655 GP und Cream. Wird mich aber leider auch verlassen, da ich schon ein Stütchen in dieser Farbe habe mit besserem GP und auch besserem Körperbau. Daher steht sie jetzt, so glaube ich, schon mit der Mama zusammen im Verkauf. Ja, genau, mit Snowball. Schickes Double Cream Stütchen. Derzeit also im Verkauf mit dem kleinen Stutfohlen. Ja, das waren auch schon die Fohlen für diese Folge. Und damit kommen wir zu den Hengsten. Wo ich sehnlichst drauf gewartet habe, war Good Riddance. Oh, er ist ein Traum. Er ist wunderschön. Fünf Very Good, dann Silver, OLW und Splashed White. Wahnsinn. Ich finde den einfach bildschön. Zwar leider auch nur 623 GP, aber mit seinen 5 Very Good kann ich darüber ganz, ganz locker wegsehen. Mit dem Farbcocktail sowieso. Steht zur Zucht bereit. Dann haben wir hier Ice Sky, OLW, Splashed White und Double Cream. Unheimlich schick, hier sieht man so schön dieses. Oh, bildhübsch. Ich bin hin und weg. 671 GP. Ja, ich bin ein großer Fan meiner Hengste.
Double Cream OLW, wie gesagt. Leider zwar nur zwei, very good, aber ja. GP und Farbcocktail holen es raus, wie gesagt, 671 GP. Ich würde ja schon gerne versuchen, mal auch das GP etwas höher zu kriegen. Steht auch zur Zucht bereit. Und dann haben wir diesen traumhaften Knappstrupperhengst. Diese Rasse ist ja sowas von gelungen, finde ich. Ich finde die so bildschön. Richtig klasse Hengst mit drei Very Good. Beetlejuice heißt der Gute. Für Jumping übrigens. Ne? Wurde für Jumping empfohlen. Zwar nur 688. Ne? Viele der Knappstrupper sind ja weit über 700, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, mein höchstes ist 724 oder so. Ne? Bild, hübsch, auch zur Zucht bereit. Und eines der Stütchen, naja, eigentlich sind drei erwachsen geworden. Ich habe sie hier jetzt mal rausgesucht. Das ist Havanna mit 4 Very Good. 713 GP hat sie. Auch wunderschön. Ich liebe ja diese Übergänge, so schwarz-braun. Das ist, oh. Ja, ich weiß, ich schmelze heute dahin. Ich habe heute irgendwie, keine Ahnung, ich bin heute, ja, ich weiß auch nicht. Ist heute voll mein Tag. Ja, in diesem Sinne, das war das Update für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ja, ich würde sagen, ich danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, ihr Lieben. Meine eine verabschiedet sich für heute von euch. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.